Ja, hallo Taschenmesserfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Der Basti von der Expedition Company hat mir mal einen Kaiser zum Bespielen rumgeschickt, nämlich das Bolt A2. Und das schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Wer sich für die technischen Daten interessiert, die werde ich jetzt nicht alle runterbeten. Die stehen hier einfach auf der Rückseite. Ne? Einfach auf Pause drücken und kurz durchlesen. Dankeschön. So, jetzt aber zu diesem Kaiser Bolt, das ebenfalls aus der Vanguard-Serie ist. Da gibt es ja jetzt schon einige Messer aus dieser Serie. Das ist, sage ich mal so, vielleicht ein bisschen so die Low-Budget-Serie von Kaiser. Wobei man Low-Budget heutzutage vielleicht neu definieren muss. Damals war, sage ich mal, alles so unter 50 Euro Low-Budget. Na, heute muss man ja schon froh sein, wenn man von einem renommierten Hersteller heutzutage ein Messer kriegt, das noch im zweistelligen Bereich zu bekommen ist und somit unter 100 Euro im Handel ist. Da gibt es ja ganz günstiges, was heißt günstig, mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis, ja, den Begleiter. Für 68 Euro geht es los hier in der Vanguard-Serie. Ne? Dann kommt schon der Bolt mit 90 Euro, dann haben wir das Gemini 95 Euro, den Tang, den A1 in der 98 Euro und das Roach geht halt mit 105 Euro, da noch schon leicht wieder drüber. Ne? Aber da hat man inzwischen 6 wirklich gut verarbeitete Messer aus der Kaiser-Serie, ohne dann gleich irgendwie in diese 200-Euro-Klasse vorstoßen zu müssen. Ne? Finde ich stellenweise auch wirklich übertrieben, was da zum Teil momentan im Preismarkt abgeht, dass selbst einfache Messer, die aus Fabriken, aus Maschinen in Fernost fallen, hier irgendwo in den dreistelligen Bereich vorschießen oder einen hohen. Na, man kann 200 bis 400 Dollar ausgeben und spätestens nächstes Jahr werden wir 500 Dollar, 500 Euro China-Klopper sehen. Ne? Also Preise kennen momentan wirklich nur einen Weg. Darum finde ich schön, wenn es noch einigermaßen hochwertige und gute Modelle gibt, wo man noch nicht dreistellig zur Kasse gebeten wird, auch wenn dieses Modell nur knapp drunter bleibt mit 90 Euro. Nichtsdestotrotz gefällt mir das richtig gut, aber vorneweg wieder mal ein Kritikpunkt. Ich glaube, ich hatte das schon mal bei einem Kaiser-Modell. Diese unendlich hohen Clips. Was soll denn das? Haben die in China Hosen aus 1 cm starkem Material? Wo soll denn das drüber? Gerade mal nachmessen. Und der stört auch ein bisschen so in der Handlage, was wirklich momentan so das Einzigste ist, wo ich sagen würde, muss nicht sein. Ist das hier so? Also wir haben hier unter den Griffschalen fast 5 mm Luft, ne? Halben Zentimeter. Und das Ding ist zu hoch und so montiert stürzt auch wirklich am Zeigefinger. Werde ich nachher mal abschrauben und nach hinten versetzen. Da ist die Handlage bestimmt besser, denn hinten, da stört ein Clip einfach weniger wie jetzt hier vorne, wo wirklich der Finger genau drauf drückt und somit wirklich hier gar nicht richtig ans Messer kommt. Ne? Also finde ich serienmäßig falsch verschraubt. Würde lieber Tipp-Up machen, den Clip auf die Seite. Aber sonst ist die Handlage prima. Liegt wirklich klasse in der Hand. Schön mit Fingermulde hier und 3D gefrästen Clips, Griffen mit schönen Fingermulden hier noch drin. Alles schön gerundet. Der ganze Griff geht nach hinten ein bisschen runter und legt sie somit wirklich super in die Hand. Also Handlage, sage ich mal, ohne Clip, super. Wieder mal hier der Fall, für den Linkshand ist es wirklich besser. Den Clip hier, ne, dann kannst du hier den Finger reinlegen. Also ne, Linkshandträger. Tip down. Für Rechtshand-User würde ich wahrscheinlich den Clip Tip up empfehlen. Ne? So, also abgehakt, Negativkritikpunkt Clip finde ich viel zu hoch. Da sollten sie einfach mal ein bisschen flachere, ergonomischer, eng anliegendere Clips design, dann wären diese Messer wirklich 100% top. Das ist jetzt das Modell, das gibt es glaube ich auch noch in schwarz. Das ist ja schön schwarz und so dieses dunkelrot, maroon und wie immer man das nennen mag. Das ist wirklich sehr schöne Farbkombination und die Griffe sind wirklich klasse gefräst. Also wirklich 1A, schön gerundet, gegroovt. Das ist wirklich perfekt und was mir hier sehr gut gefällt, sind wieder diese 100% perfekt eingepassten Platinen. Das finde ich wirklich immer cool an einem Messer, wenn wir die versenkt in den Griffschalen drin haben und das nochmal innen perfekt ausgefräst wird, in das dann die Stahlplatinen eingesetzt werden, ohne dass man die irgendwie, wenn man direkt reinschaut, sieht, weil die da im Griff drin verschwinden. Das ist wirklich cool gemacht. Wir haben rundherum überall so, je nach Stellen, so 2, 1,5 bis 2 mm G10 innen noch rundherum, ne?
Hier hinten liegt es ganz dünn an den Rückseiten. Ne? Da ist vielleicht nur noch ein Millimeter. Hier vorne sind es nur so 2 mm. Dass man selbst, wenn man hier so von der Seite drauf schaut, noch schön überall das G10 hat und nur dann innen dann diese perfekt eingepassten Platinen sind. Auf der unteren haben wir 4 große Bogen, vielleicht ein bisschen Gewichtsersparung, wird auch ein paar Gramm ausmachen. Framelock greift sehr gut, lässt sich sehr einfach entriegeln und Messer läuft ganz gut auf und zu. Wir haben eine Stelle, wo die Stahleinlagen bis an den Rand rausgehen, nämlich hier vorne, wo dann die beiden Daumenpins als Klingenanschlag hier dienen. Und das ist wirklich cool gelöst, ne, hier die Platinen bis an den Rand auslaufen zu lassen und hier die Stahlpins auf diese Stahleinlage anschlagen zu lassen, dass sie hier nicht eben auf dem G10 sind, dass vielleicht ja irgendwann mal Abnutzungserscheinungen haben könnte an der Stelle. Na, ist ja Stahl auf Stahl, stabile Geschichte. Ne? Cool. Wenn man da reinschaut, sieht man die beiden Metallwascher. Läuft natürlich jetzt nicht so fantastisch wie irgendeinem Kugellager oder so oder irgendwelche super polierten Platinen, aber einwandfrei, reicht mir, hat absolut kein Spiel. Sitzt Bombe das Teil, verriegelt sauber. Klingenstand ist nicht 100% mittig. Müsste noch ein bisschen hier rüber. Minimal, ne? Man kann ihn mittig drücken, ne? Ist die Frage, wenn man auf und wieder zumacht, ob er wieder perfekt mittig ist. Naja, er wandert hier von euch gesehen ganz leicht nach links, aber nicht so dramatisch. Das ist vielleicht einen halben Millimeter. Ne? Hier haben wir noch einen Namen draufstehen. Kim Ning, wahrscheinlich der Designer von dem Modell. Und sonst haben wir hier noch drauf das Modell Bolt. Finde ich okay, dass sie den Dingern einen Namen geben, ne? Weil sonst würde das Teil heißen V4412A2. Das steht dann noch hier drüben. So lasse ich es mir gefallen, wenn die interne Nummern verwenden, dem Kind aber noch einen Namen geben. Ne? Denn V4412A2 hört sich echt doof an. Dann haben wir noch das schöne Kaiser-Logo drauf. Naja, jetzt nicht ganz so groß, aber hätte ich auch noch ein bisschen kleiner sein dürfen. Aber was mir wirklich cool gefällt, ist diese Harpunenklinge noch zusätzlich mit dieser Rille hier drin. Und das macht wirklich richtig sportlichen Eindruck. Ne? Sollte ein Flachschliff, Hohlschliff. So ein Ding zwischendrin. Ha? Ein ganz schwacher Hohlschliff haben wir da, kaum zu spüren, man muss echt zweimal hinschauen oder hier eine Schieblehre drauflegen, dann sieht man hier eben einen kleinen Spalt. Dezenter Hohlschliff hat das Messer. Und VG10 ist ja kein schlechter Stahl, jetzt nicht super high-end heutzutage, aber schon mal nicht schlecht der Stahl. Ne? Hat keinen Stress mit Rost oder sonst was, hat aber auch noch eine Beschichtung bekommen. Und von daher hat man da wirklich keinen Stress, auch mal mit Fruchtsäuren oder irgend sowas. Oder wenn es mal nass in den Rucksack wandert, VG10, da passiert nichts. Was wirklich positiv hervorzuheben ist noch, ist dieses Chimping. Ne? Da sieht zwar hier so grob aus und von der Seite schön gerundet, aber innen haben sie es eigentlich schön rechtwinklig gelassen. Und wenn man den Daumen dann da reindrückt und die Haut von innen dann, hält sich dann regelrecht an diesem Chimping fest und das gibt richtig guten Halt, ohne weh zu tun oder unangenehm zu sein, sondern bietet wirklich einen guten, sicheren Halt. Richtig gute Lösung. Hätte ich vom Anschauen zuerst nicht gedacht, dann habe ich gedacht, gerundet, große Rillen, ne? Aber in 90 Grad, Daumen kann sich hier schön, das Fleisch, die Haut kann sich da schön reinbeißen und bietet einen guten Halt. Ne? Schöne große Schrauben haben wir hier, gefällt mir auch gut. Torx in gleicher Größe hier, die schöne große Achsschraube. Die Schrauben sind versenkt, die geht so leicht rüber, ne? Aber alles schön angepasst. Ne? Jetzt werden wir mal den Clip vielleicht umsetzen, wenn die Schrauben vorsichtig aufgehen und dann mal gucken, ob sich die Handlage verbessert. Ne? Sonst wirklich schönes Messer. Ne?
wieder Begleiter, ne, für 68 Euro. Hätte ich jetzt hier schön gefunden, wenn sich das Teil hier vielleicht in, naja, so 75 Euro wäre natürlich ein geiler Preis noch gewesen. 90 Euro, ja gut, kann man auch mit leben. Wirklich schöne, aufwendig gefräste Griffschalen mit sauber eingepassten Stahlplatinen und einer schönen Klinge aus VG10. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass es noch unter 100 Euro geblieben ist. Das ist okay. Lässt sich wirklich gut bedienen. Die Daumenpins sind wirklich angenehm geformt. Und obwohl sie ziemlich weit hinten sitzen müssen, damit eben die, dass sie als Klingenanschlag dienen, hat man ja oft solche Messer, die es genau so haben. Da ist dann die Geometrie irgendwie ein bisschen komisch, dass die Pins oft sehr weit am Griff anliegen und man irgendwie kaum drunter oder dran kommt, aber das ist hier durch diese große Mulde wirklich gut gelöst. Man kommt wirklich gut an die Pins und die Geometrie und der Winkel stimmt, um die Klinge auch wirklich gut öffnen zu können. Ne? Das passt eigentlich hervorragend. Handlage top. So. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das Messer vielleicht mit umgesetztem Clip in der Hand liegt.